Motor, Steuergerät haben wir schon 4 Fehler. Getriebesteuergerät haben wir 1 Fehler. Wow, fängt schon gut an. Das ist einfach ein großer Metallklotz hier. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Was willst du hören? Hi Deutsch! Hallo! Hey, was ist los? Was denn? Du bist eine halbe Stunde zu früh. Was ist denn mit dir los? Ich hab doch meine Massage bekommen. Ah! Zündung an. Mach überhaupt keinen Stress, ich setze mich neben dir. Können wir gleich da auf. Bleib entspannt, das tut dir wohl gut. Ja. Ich mach das so, ne, dass du mich auch sehen kannst, dass du dich kaum bewegen musst. Geht's dir gut? Schon viel besser. Hoschkeln ist bei Krafttest. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um den 540 E39. Wir werden das Ganze auslesen. Das Ding läuft nicht so ganz rund. Aus den Videos her hört sich das echt krass an. Der hört sich auch echt an wie ein Diesel. Aber wenn man den live hört, hört er sich nicht an wie ein Diesel. Nö, finde ich auch. Was gibt es für Fehler? Weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich habe es echt noch nicht gemacht. Ich werde es jetzt zum ersten Mal machen. Manuelle Suche. Machen wir doch so. Fünfer haben wir hier. E39. Man merkt es ja, wenn du so ein bisschen Gasstöße gibst, dass du ein Rasseln hörst. Ich lese gerade. Motor, Steuergerät haben wir schon 4 Fehler. Getriebesteuergerät haben wir 1 Fehler. Wow, fängt schon gut an. Wenn er irgendwo einen Fehler hat an der Kette, dann müsste er Fehlermeldung zeigen, wie zum Beispiel Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor. So ein Fehler müsste eigentlich auch drin stehen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir gleich solche Fehler haben. Ach, der liest das komplett aus. Ja, okay. Nimm ich so. Ja, ist ein altes Steuergerät, natürlich braucht er ein bisschen länger. Wenn man ein neueres Steuergerät hat, geht es dann immer schneller. Ich habe eine Vermutung hier, Aidosch. Mhm. Ich glaube, 1-2 Leute haben das auch in den Kommentaren drunter geschrieben. Das werden wir uns gleich anschauen. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Boah, Aidosch, du siehst so erholt aus, ne? Halbe Stunde zu früh. Das ist so Hammer. Ich war noch gerade noch beschäftigt, hier aufzuräumen. Ich wollte alles vorbereiten, dann gucke ich, du chillst schon hier. Da siehst du mal, was eine Massage wirkt. Also gerne wieder. Nächsten Monat. Was? Nächsten Monat? Ja. Hat man nicht einmal im Jahr gesagt? Einmal im Monat? Ich hab doch einmal im Jahr gesagt. Im Monat. Einmal im Jahr. Monat. Jetzt stell dir mal vor, der wird einen falschen Nerv treffen. Ich habe Schulter-Nacken-Probleme. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bleibst dann immer so oder so, weißt du? Nicht der, sie. Ist das eine Frau? Ja. Die massiert. Ja, die hat aber auch richtig, die ist klein, aber die hat sehr starke Hände, muss ich sagen. Ja, muss ich auch mal vorbei. Ja, wir lesen das noch aus. Ich kann dir was zu trinken bringen. Ja, gerne. Was ist denn? Ach, Wasser. Ehrlich. Wir haben es jetzt ausgelesen. Und? So, wir haben 4 Fehler im Motorsteuergerät und 1 Fehler im Getriebesteuergerät. Aha. Vermutung? Wir haben einmal Signal- und Multifunktionslenkrad. Mhm. Ich habe bemerkt, dass die Leuchten nicht gehen bei mir. Am Lenkrad? Mhm. Das ist das eine, nichts Schlimmes. Dann haben wir aber Schnittstelle DME EWS. Das ist eigentlich die elektronische Wegfahrsperre. Mhm. Da stimmt was nicht. Als dritten Fehler haben wir Signalschalterbremse. Ist nichts Wildes, Bremsenschalter. Kriegt ihr auch neu. Dann haben wir aber Ansteuerung Kennfeldkühlung. Ist am Thermostat dieser Sensor. Ist okay. Nichts Wildes. Aber dadurch kann natürlich eine Motorkontrollleuchte angehen. Sogar? Ja, für so, bei so einem Sensor. Und der Wagen kann in den Notlauf kommen. Mhm. Getriebe, Steuergerät, Kern, Bremssignal, wieder Bremsschalter. Ich finde es okay. Ich sehe hier nichts mit Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor oder was auch immer. Auch nichts mit Warnus. Mhm. Das ist schön. Wir löschen das Ganze jetzt. Oh, schalten Sie Zündung aus. 10 Sekunden. Okay, mache ich eben. Zündung wieder an. Und auf OK drücken und gelöscht. Cool, wir haben nur diese 5 Fehler gehabt. Hörst du das? Guck mal, hier irgendwo, Alter.
du das? Ich hoffe mal, das hört man da. Was ist das denn? Jetzt gerade gesehen. Ich habe ja Bremsschalter gelöscht. Mhm. Das Zeichen vom Tempomat. Komm bitte, bitte. Der Luftfilter soll sauber sein. Ah. Ah. Aber könnte schlimmer sein, oder? Ja, ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht so verdreckt gewesen. So, und da haben wir schon unser Problem. Sehe ich schon. Was siehst du hier? Guck mal hier. Ah, können wir den ein bisschen? Ah, können wir ein bisschen zur Seite. Siehst du das? Ah, da ist boah, ein Loch. Boah, das riecht man voll. Ich seh's, ich seh's. Nimm mal Finger weg. Jetzt aus. Weniger. Mama. Mama. Guck mal, jetzt läuft er ja richtig ruhig. Kannst du hören? Bei der Sekundärluftpumpe. Schlauch ist kaputt. Die ganzen Abgase haut er da raus. Mhm. Das ist auch das, was wir dann am Anfang hören, wenn er im kalten Zustand ist. Dann hört er sich an wie so ein Army so. Aber danach läuft er ruhig. Aber trotzdem, wir haben dieses Klackern immer noch. Das heißt, wir müssen den Wagen vorne komplett auseinanderbauen. Das müssen wir. Da kommen wir nicht drum herum. Put ist, das ist nicht so wild. Der geht zum Sekundärluftpumpe. Das heißt, unten haben wir eine Sekundärluftpumpe. Guck mal hier. Jetzt weiß ich auch, wie man nicht mehr geht. Achte mal. Ist ein Kabel durch, siehst du das? Mhm. Meinst du, daran liegt das? Höchstwahrscheinlich. Ja, wir müssen den Krümmer abmachen. Wir müssen den Krümmer. Und lass mal schauen, wo dieser Schlauch hingeht. Aber ich glaube, der geht zum Sekundärluftpumpe. Ich weiß es nicht. Also bei dem Verwacht weiß ich es nicht. Ich heb den mal hoch und dann gucken wir den mal von unten an durch. Das ist dieser Schlauch, der zum Sekundärluftpumpe geht. Der geht so runter und dann hier ist Sekundärpumpe verbaut. Der funktioniert auch. Das ist auch was sehr Lautes. Und hier kommen die ganzen Abgase raus und dann ist der sehr, sehr laut. Also nichts Wildes. Also jetzt dieser Schlauch? Okay. Ja. Ich glaube sogar noch, Eidosch, dass zusätzlich unser Krümmer undicht ist. Meinst du? Ja, so hört er sich auf jeden Fall an. An der Seite pfeift er raus. Genau da drunter hast du voll Ruß. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Was willst du hören? Du musst ja beide sagen. Fang an mit dem Schlechten. Motor muss runter. Das ist ja auch diese Dieselgeräusche, weil er ganze Zeit rausbläst. Und danach ist ja der Motor ruhig, sobald man kein Gas gibt. Hier, Schraube fehlt, ist nicht drauf. Da unten habe ich schon gesehen, war eine Schraube nicht drauf. Hier, Luftfilterkasten, keine Schraube drauf. Wir haben hier echt einige Probleme. Hast du Zukunft? Alles schon mal. Höchstwahrscheinlich Front abbauen, da kommen wir schön überall dran, dann werden wir das Ganze machen. Dann gucken wir, wo er schön Öl verliert, das Ganze fertig machen. Das heißt, ich muss jetzt jede Menge Sachen bestellen. Zum Glück ist das kein V10, man kriegt Sachen dafür. Und ja, wenn ich immer so lese, wann kommt V10? Leute, ich kriege für dieses Auto nichts.
Nada, Zero. Es gibt nichts bei VW zu bestellen. Das hintere, wenn du das nicht abdichtest, den Motor wieder zusammenbaust und das Ding verliert immer noch Öl, dann haben wir Probleme. Deswegen lassen wir das mit dem V10, bis ich Sachen bekomme und dann baue ich das auch noch zusammen. Aber hier überlege ich, schöne Grüße an Farid, weil er ist ja der Experte für BMW. Der macht das ja echt. Kannst du 3 Uhr morgens aufwecken, der macht dir das in 2 Minuten. Aha. Ja. Der baut nur solche Motoren auseinander. Ich glaube, unter V8 arbeitet er, glaube ich, gar nicht mehr. Bester Mann. Aber Fehlerdiagnose war gut, Eidolf. Ja. 5 Fehler. Da hat sich das schon gelohnt. Hast du mehr erwartet? Natürlich habe ich mehr erwartet. Ölverlust und so, das ist ja kein Problem. Wenn wir das jetzt alles abbauen, dann können wir das ja machen. Das ist auch kein Ding. Krümmer haben wir gesehen, hinten. Bläst der raus. Ist okay. Machen wir auch neu. Es ist jetzt nicht so, oh nein. Ich muss das jetzt alles machen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Nein, damit habe ich gerechnet. Ist auch okay. Hätte ich auch sogar gemacht. Ist ja meine Überlegung erstmal. Also Motor werden wir sowieso revidieren. Komplett vielleicht nicht. Kette, Dichtungen, vielleicht nehmen wir die Köpfe raus. Ventilschaftdichtung, vielleicht machen wir das alles sogar. Aber das werden wir, glaube ich, mit Farid zusammen machen. Ihr könnt hier in die Kommentare schreiben, ob ihr den Farid kennenlernen möchtet. Weil der Typ ist echt Experte, wenn es um BMW-Motoren geht. Da kann ihn keiner so schnell was vormachen, ehrlich. Ich werde jetzt Farid einfach mal frech anrufen. Farid! Was höre ich, Mann? Bro, wir nehmen gerade auf. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut, auch gut. Guck mal, was für ein Motor ich hier habe. Oh, schöner V8, 62. Zeig mal ein, zwei Motoren. Ich muss die Kamera kurz drehen, ja? Ja, mach mal. Warte mal, hier ist meine Halle. Ich laufe gerade rein. Ich zeig dir mal den größten hier. Ja. Der größte steht hier. Von dem X6, der steht quasi über mir, der X6. Das ist der N63, das ist quasi der 2 Nachfolger von deinem. Das ist einfach ein großer Metallklotz hier. Was musst du da machen? Was hat der gehabt? Wir haben 2 neue Ketten eingebaut. Ja. Neu, die Ketten. Und wir haben alle Ventilschaftdichtungen getauscht. Hier kommen dann noch neue Kettenspanner rein, oben neue Schienen. Und halt noch jede Menge Kleinteile, Kohlegehäuseentlüftung und. Ja, ich habe hier hinten noch einen 6er Motor, der hat neue Kopfdichtung bekommen, neue Lader kriegt er auch. Oh, der sieht gut aus. Ja genau, 3 Liter Diesel, ne, 46 Diesel ist das. Hier noch ein N54, ne, 335 Motor. Der kriegt ein bisschen Leistung von dem Besitzer und da haben wir auch neue Turbolader eingebaut, da liegen die alten da unten. Wir haben jetzt andere Bläulager, Hauptlager eingebaut. Ja. Auf Kunstwunsch. Und der hat ein, zwei Sachen, auch stärkere Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel auch eine stärkere Kupplung, ne? Ah, okay. Weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ach, er hat sich jetzt wieder zusammengebaut. Das sind ja irgendwie 2 Kupplungen hier drin. Genau, genau. Zeig mal. Guck dir nur das Regal hier an. Oh mein Gott, müssen nur noch alle gemacht werden, oder was? Teilweise guck, meine. Auswurfanlagen. Ja. Ach so, der. Teilweise mehrere. Guck mal, da ist ein V8 zum Beispiel, ein N62. Aus dem 650er, da ist ein V8 wie deiner, quasi. Ja. Ja, 4-Zylinder Diesel, 6-Zylinder Diesel, also hier liegen ganz viele Motoren. Da oben auch 2 Motoren, da auch, ist überall. Also du machst quasi ganzen Tag nur Motoren auseinanderbauen, zusammenbauen und nur BMW. Nur BMW und halt, ja. Ich habe ja hier meinen Motor hier, den M62. M62, ja. Der macht nur ganz leichte Geräusche. Okay. Den müsstest du dir mal anschauen. Ja, ich mache mir ein Video, dann höre ich es mir an. Weil ein Video ist besser als über ein Videotelefon. Ja, das musst du dir mal anschauen und ich muss dich auf jeden Fall mal besuchen kommen. Auf jeden Fall, komm rum, ich schaue mir auch hier an. Live ist natürlich immer am besten. Ja, also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt, dass wir einmal zu Farid fahren hier und er guckt sich dieses Auto an. Weil der Typ ist eigentlich der Motorenzimmer, nicht für Mercedes, für BMW. YouTube-Kanal werde ich unten verlinken. Und ja, ihr müsst auf jeden Fall mal anschauen, was der alles macht. Farid, wir hören uns auf jeden Fall, ne? Alles klar, Jungs. Also ich komme morgen vorbei. Ich meinte, ich komme die Tage vorbei. Vielleicht auch morgen. Alles klar, mach das. Alles klar, Farid, danke, ne? Hau rein, mein Lieber. Ciao. Hau rein, ciao. Krass, der Typ, ey. Hast du gesehen, was für ein Motoren der macht? Weil Farid ist... Ja, der ist ja Spezialist dafür. Ihr habt es ja gesehen.
Der Typ baut jeden Tag nur Motoren auseinander. Farid wird sich den anschauen und was der Farid noch finden wird an dem Motor. Auf jeden Fall, ihr könnt Farid abchecken, unten alles verlinkt. Geht mal ruhig drauf, guckt mal, was der macht. Der Typ ist der Wahnsinn. Bis dahin werde ich erstmal ein paar Sachen hier machen. Ihr seht, das Auto ist sehr hoch. Alter. Du redest zu viel. Warum? Du musst wieder zur Massage. Ja. Und Farid auf jeden Fall abchecken. Was machst du da? Komm doch. Ich wollte das mal sehen. Ob wir den Motor auseinanderbauen müssen. Ja, die Fahrt dahin. Wird interessant. 600 Kilometer. Ja gut, der hat ja nichts. Der wird ja dahin fahren, oder? Denkt man. Denkt man. Ich hoffe es. Willst du noch was sagen? Nein. Okay. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund, euer Kfz-Tutzi.